So, hey zusammen, hier ist wieder der Wizard und heute geht es weiter mit dem nächsten Teil meiner Terraria Schusswaffen Tutorial Reihe. Nämlich sehen wir uns heute den Phoenix Blaster an, also den Phoenix Blaster. Hier endlich mal eine Waffe, die ziemlich gleich klingt auf Englisch und auf Deutsch. Den Phoenix Blaster kann man so ziemlich als Weiterentwicklung von der Pistole sehen, also von der Handgun. Und ja, zu der habe ich eben letztes Mal ein Video gemacht. Also mit Weiterentwicklung meine ich eigentlich, dass man den Phoenix Blaster aus einer Handgun craften kann. Nämlich braucht man eben die Handgun, also die Pistole, und 10 Höllensteinbarren an einem Eisen- oder Bleiamboss. Und dann könnt ihr eben den Phoenix Blaster craften. An dieser Waffe kann man ziemlich gut sehen, dass wir uns langsam den Hard Mode nähern. Weil diese Waffe kann man noch vor dem Hard Mode bekommen, aber selbst wenn man im Hard Mode ist, ist die Waffe noch längst nicht schlecht. Seit Version 1.3 macht sie 24 Fernkampfschaden und vor Version 1.3 macht sie 23 Fernkampfschaden. Und zusammen mit der sehr schnellen Wiederverwendungszeit ist das wirklich keine schlechte Waffe. Vor allem ist sie dann auch praktisch, wenn ihr gegen die Fleischwand kämpft. Aber ja, einen Schwachpunkt hat sie, nämlich den Rückstoß. Sie hat einen Rückstoß von 2, also sehr schwach. Obwohl die Waffe so schnell feuern kann, kann man den Feuernknopf leider nicht gedrückt halten. Also jedes Mal, wenn ihr feuern wollt, müsst ihr halt auf die Feuern-Taste klicken. Also ja, ich glaube, das ist ziemlich witzig zum Zugucken, wenn jemand Terraria auf dem Handy spielt und versucht mit dem Phoenix Blaster die Fleischwand zu besiegen und dann halt die ganze Zeit auf das Handy drauf hämmern muss. Wenn ihr die Waffe verkaufen wollt, dann bekommt ihr eine Goldmünze dafür. Okay, die nächste Waffe, die wir uns ansehen werden, hat etwas Außerirdisches an sich. Also ihr könnt jetzt mal raten, welche Waffe ich meine und den Namen der Waffe in die Kommentare schreiben. Ach ja, noch einen kleinen Tipp. In dieser Videoreihe sehen wir nur Waffen an, die Munition brauchen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, wäre es cool, wenn ihr kurz mal den Gefällt mir-Knopf drücken könnt. Würde mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Dann könnt ihr auch noch andere Videos ansehen. Aber auf jeden Fall war's dann mit diesem Video. Danke Leute fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.